Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen. Endlich mal hier. Wir sind in Berlin unterwegs. Wir waren gestern schon, sind wir schon angereist und waren schon ein bisschen in der Stadt unterwegs. Und ich wollte euch kurz einmal die Roomtour abfilmen. Wollte ich einmal das Zimmer zeigen, wo wir sind, damit ihr einmal so einen Einblick habt. Was geht? Wir sind eigentlich auf dem Weg. Wir wollen eigentlich jetzt losgehen, damit ihr mal aber seht, wie das Zimmer ist. Also hier ist so ein Spiegel. Dann haben wir hier ein kleines süßes Badezimmer mit so einem Durchblick und dann kommen wir hier in das Zimmer rein. Ja, das sieht schon komplett lost aus, das Zimmer. Wir waren, wie gesagt, gestern sind wir schon angereist und ja, bei uns sieht es immer komplett lost aus. Wir nehmen die Zimmer immer komplett hops, aber alles safe. Wir gehen jetzt auf jeden Fall los. Wir haben heute sogar eigentlich ganz gutes Wetter. Schaut mal den Ausblick an. Eigentlich hätte es die ganze Zeit regnen sollen, das ganze Wochenende. Wir sind gestern angereist, gestern war Donnerstag und wir sind bis Sonntag hier. Haben Glück heute, so wie es aussieht. Toi, toi, toi. Deswegen wollen wir heute eigentlich nach Charlottenburg und so ein bisschen einfach in der Stadt ein bisschen rumschlendern. Gestern hat es ein bisschen geregnet, gestern haben wir aber uns mit einer Freundin getroffen, waren dann gestern Abend noch was trinken und haben einmal das gemacht. Und heute möchten wir eigentlich ja nur die Stadt erkunden, nicht großartig irgendwie in Läden oder so gehen, denke ich mal. Das wollen wir vielleicht morgen machen, je nachdem wie das Wetter ist. Aber wir wollen heute auf jeden Fall das wunderschöne Wetter ausnutzen. Von dem her wünsche ich euch viel Spaß und dann sehen wir uns. Freunde, wir sind solche richtige, also ich eher, Opfer, wo sich so mit so Member Cards und so erstmal bei Starbucks diese Starbucks Card geholt. War chillig. Wo war es? Ah ja, Mitte Garten. Auf jeden Fall, Freunde, haben wir uns da kurz angemeldet bei diesem Starbucks Rewards Ding, haben uns was bei Starbucks geholt. Aber ist eigentlich ganz gut, weil da bekommt man halt dann so ein Getränk kostenlos. Wir sind ja Schwaben, deswegen haben wir das gemacht. Wir haben auch gerade einen Regenschauer überwunden. Weil es hat eigentlich geregnet, aber irgendwie jetzt doch nicht. Was denn? Die Biene geht nicht weg. Die ist doch weg. Und auf jeden Fall tun wir jetzt geschwind oder kurz einmal zu diesem einen H&M Mitte Garden hier gehen. Das ist so ein ganz fancy H&M. Schauen uns den an und würden dann weiterfahren nach Charlottenburg. Habe ich es jetzt richtig verstanden? Ist der Plan so. Ja. Ungefähr so. Und genau. Ja, lass mal schauen, wo der ist. Freunde, erstmal in Berlin-Charlottenburg, erstmal am Stuttgarter Platz, oder? Kurzer Abstecher bei Wilma und bei Pat Patat. Richtig lecker Pommes mit so Mayo, Käse und hier noch so ein Mädchen-Mayo, hat er irgendwie gesagt. Keine Ahnung. Wir snacken das jetzt mal kurz. Wer hat sich da spontan einen Ohrloch stechen lassen? Chillige Nummer auf jeden Fall. Wie war's? Gut? Ja, richtig gut. Ja, Freunde, wir sind jetzt ein bisschen auf dem Kudamm unterwegs. Ich war auch ein bisschen was einkaufen, ein kleines Shirt. Und dann wurde tatsächlich spontan hier kurz Ohrringe einmal, ja, oder ein Ohrloch gestochen. Einen auf spontan, mega entspannt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen hier rum. Ich würde gerne in den Apple Store kurz reingehen.
kurz in den Apple Store reingehen und dann gehen wir wahrscheinlich auch schon essen. Wir gehen heute in so ein fancy Pizza-Lokal, Pizza-Restaurant. Soll irgendwie anscheinend mega gut sein, deswegen probieren wir das heute mal aus. Genau. Freunde, wir sind hier, man kann jetzt sagen, ganz am Ende oder ganz am Anfang vom Kudamm. Und hier, einfach auf der Leinwand, früher, keine Ahnung, das ist locker schon, wie lange ist der, 7 Jahre, 8 Jahre? Da bin ich mal hier auf der Leinwand gekommen, so mit so einem, ja, mit meinem Gesicht halt. Das war übel witzig, das war mit so einer Seat-Kampagne oder irgendwas, irgendeine Automarke. Und dann war ich halt, vielleicht habe ich ein altes Bild, dann poste ich das mal mit hier rein. Aber ich glaube nicht, aber das war Hammer. Das war richtig, richtig chillig. Wir gehen jetzt auf jeden Fall, ich habe vorhin noch gesehen auf Insta, gibt es so einen nice Bubble-Tea-Shop. Und ich liebe ja Bubble-Tea, deswegen holen wir das jetzt. Aber wir müssen mal schauen, ich glaube, der ist hier auf der Seite. Ich glaube, so rum ging das. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen kurz. Und ansonsten, wie gesagt, gehen wir dann gleich essen. Wie ein kleines Kind, ich wollte unbedingt diese Box haben von Mr. Box Tea. Lecker Peach Eistee mit Lychee Boba. Beste Mischung, wo gibt's? Schmeckt's? Ich mache jetzt den Live-Test erst. Hab noch gar nicht probiert. Ja, schmeckt gut. Wie geht's am Ori? Gut. Nein. Und? Lecker, gell? Richtig, richtig lecker. Also beste Mischung, ich sag's euch allgemein, all-time favorite, immer Lychee Boba. Glaubt mir, das ist einfach das Beste. Das ist einfach trotzdem immer Lychee Boba. Beste, ich kann's nicht oft genug sagen. Lychee Boba. Thank you.